Moini! Heute möchte ich mit euch ein bisschen über ABK reden. Und ich weiß, dass einige aus seiner Community zuschauen werden, darum, das ist mir wichtig, dass ich das vorher sage. Ich bin kein Hater. Ich mag ABK und ich mag auch eigentlich seinen Content. Darum gebt mir eine Chance. Das hier ist immer noch ein Gaming-Kanal, darum gibt's für den Hintergrund Back for Blood. Nun aber zu den eigentlichen Punkten. Ich finde, ABK hat gute Ansätze und man merkt auf jeden Fall auch, dass er sich für seine Community und seine Freunde und seine Familie voll ins Zeug legt. Hier, Alter, das ist alles Politik hier, das Politik, wie du das war, ich top. Kannst du nichts gegen sagen. Und allgemein setzt sich ABK auch gern für gute Dinge ein. Das macht's für mich aber umso schwerer zu erklären, wo ich eigentlich das Problem sehe. In letzter Zeit gab's bei ABK viel Beef mit anderen YouTubern und ich habe einfach ein bisschen den Eindruck bekommen, dass er in manchen Situationen nicht weiß, wie er mit Dingen umgehen soll. Ich habe hier einen Ausschnitt von Delarue gesehen. Warte mal kurz. Unge, das kann ich dir so ans Herz legen. Der ABK ist sehr verletzt. Er ist sehr traurig und ich glaube, du hast das Ausmaß gar nicht verstanden, wie sehr er verletzt ist. Ich will jetzt nicht irgendwas behaupten, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er sogar geweint hat. Ja, das ist halt genau das, was ich meine. So, wegen so einem Streit heulen, so, weiß nicht. Das ist jetzt, was Sammy gesagt hat, aber Sammy ist ein vernünftiger Mensch, so. Aber versteht ihr so, was ich meine, so, manchmal unbeholfen in Situationen, so? Ich habe übrigens auch geweint. Okay, Simon, fick drauf, ihr seid beide 12. Er heult wegen so einem Scheiß. Ihr merkt schon, wie ich das meine. Halim, ich denke, du hast vorher immer so ein bisschen in deiner eigenen Blase gelebt und klar gab es da hier und da mit anderen YouTubern Beef. Aber ich denke, das wird jetzt vielleicht das erste Mal sein, dass du so in der Öffentlichkeit stehst und da vor allem Gegenwind aus den eigenen Reihen bekommst. Also ich kann euch ja auch nur sagen, wie das für mich rüberkommt. Und wenn es so ist, dann ist es auch nicht schlimm, meine Fresse. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt. Das Ding, was ich sehe, ist eben nicht ABK selbst, sondern eben dieser ganze Tropfen an Creatern und Community, die damit außen rumstehen und da reinwirken. Ich denke, sogar für einen ABK-Fan ist das ein offenes Geheimnis, dass ABK vor allem als Creator und als Freunde eben einen Haufen Ja-Sager um sich geschert hat. Und nach dem, was ich gesehen habe, gehen die nicht unbedingt alle differenziert mit Dingen um. Das soll auch nicht so klingen, als ob das alles schlechte Menschen wären. Da sind schließlich auch Leute wie Sammy und Mois dabei, wo du merkst, okay, Alter, die stehen volle Bude hinter ihrem Content. Aber eben auch ApoRed. Unabhängig von der Carina-Geschichte ist ApoRed jemand, der seine Karriere damit aufgebaut hat, dass jedes zweite Video gefaked war, auch wenn die meisten hier verschwunden sind. Der seine eigenen Fans abgezogen hat. Hausfriedensbruch. Also auch ohne dieses sexuelle Belästigungsding einfach kein sonderlich guter Mensch ist. Wenn man sich die Kreise um ABK anguckt, dann merkt man schnell, dass da nicht unbedingt alles schlechte Menschen sind, aber eben auch nicht alles nur gute. Und das ist eben das große Problem, was ich so für mich gesehen habe, Halim. Ich habe das Gefühl, dass du in bestimmten Situationen einfach noch nicht richtig weißt, so. Und auf der anderen Seite aber Leute im Rücken hast, die erstens die ganze Zeit Ja sagen und zweitens ein, zwei Leute dabei sind, wo ich zumindest sagen würde, passt lieber ein bisschen auf, wer da was erzählt, so. Zum Beispiel gab es dieses legendäre Meisterwerk hier von Dennis Bro. Das hatte vorher einen anderen Namen, das hieß irgendwie, warum KuchenTV der schlechteste Mensch ist, den ich kenne oder sowas, ganz komisch. Ja, über Nacht auf magische Weise wohl umentschieden. Die ganze Aufmachung, wenn ihr das von vornherein gesehen hättet, da, ja, das ist Dennis Bro, der stand damals in der Kritik, weil er seinen kleinen Bruder für Klicks ausgenutzt hat. Natürlich nur in seinem Sinne. Oder auch sowas hier, das ist aus der ABK Instagram Story. ABK Army, seid ihr bereit, meine Soldaten? Ich muss wieder mal kurz mit Verspätung kommen, aber ich vergesse euch nicht. Gebt mir noch ein paar Minuten. Es gab noch einen weiteren Post von ABK, den habe ich persönlich gesehen, wo er halt ausdrücklich sagte, ich will bloß noch Soldaten sehen und sowas. Ich finde den leider nicht mehr. Ich gebe mein Wort drauf, könnt ihr jetzt glauben oder nicht. Alter, ABK, du bist 30, wohnst bei deiner Mutter und studierst Lehramt. So, warum, was soll dieses Soldatending, Junge? Da ist niemand von der Community oder von den Freunden, der dem auch einfach sagt, Alter, das ist keine schlaue Idee. So, was zum Fick? Und mein Problem ist ja nicht mal, dass er bei seiner Mutter wohnt. Ich finde das ja eher gut, wenn sich jemand um seine Familie kümmert. Aber ich sag's nochmal, du studierst Lehramt, Alter, und redest auf Instagram von Soldaten und Amis, so unironisch. Was? Wie? Warum? Alter, die ganzen Leute stehen da außen rum, gucken nur zu, wenn der Scheiße baut, so. Für mich kommt das halt so rüber, als ob ABK da in seiner Bubble sitzt und eigentlich ein guter Mensch ist und in manchen Situationen sich einfach nicht zu helfen weiß und dann steht da diese Clique im Hintergrund, von denen ein, zwei Leute jetzt nicht unbedingt, etwas sagen sollten. Und der Rest da außen rum steht, ohne da einzuschreiten, ohne mal zu sagen, Digga, das ist jetzt vielleicht keine gute Idee. Oder hier ApoRed, bevor du andere Leute beschuldigst, auch einfach mal den PlayStation-Controller losschicken. Und das ist halt das eigentliche Problem, was ich an dieser ganzen ABK-Thematik so sehe. Und ich hoffe, dass auch deine Community das zumindest ein bisschen versteht. Und ich denke auch, dass gerade um ihn rum in dieser Bubble eben auch gute Leute sind. Du kannst ja Sammy nicht vorwerfen, dass er irgendwas Schlechtes will. Der glaubt halt nur Bullshit manchmal. Um das nachzuweisen, gehen wir gleich auf ein aktuelles Beispiel ein. Mir ist das nur wichtig, dass ich das vorher nochmal sage. Ich habe nicht vor, KuchenTV in Schutz zu nehmen oder ungespielt oder so. Zu all diesen Leuten habe ich eine eigene Meinung.
Meinung. Das Ding ist, diese gesamten Themen dahinter bräuchten allesamt auch nochmal eigene Videos. Ich habe in diesem Video gesagt, ich beschränke mich nur auf ABK, ich muss meine 420 halten. Ich möchte auch nicht, dass ihr mich nur wegen Beef abonniert, ich bin immer noch ein Gameplay-Kanal. Jedenfalls ist KuchenTV auf ABKs erschossenen Kumpel eingegangen. Was nicht cool ist. Das ist nicht in Ordnung. Die ganze Nummer von KuchenTV war allerdings nur auf Antwort darauf, dass die gesamte Community zurzeit auf Gina und ihn einschlagen. Was berechtigt ist, auch die Nummer damals mit Gina kann man nicht entschuldigen. Und hier geht wieder das los, was ich gerade meinte, damit ich da vernünftig drauf eingehen kann, müsste ich ein komplettes Video dazu machen. Das würde den Rahmen sprengen. Jedenfalls, das ganze Thema mit Gina war nicht cool. Allerdings ist es auch nicht cool, nur um jemanden eine reinzuhauen, dieses Thema immer wieder als Front zu benutzen. Ich glaube gerne, dass die ganze Truppe um ABK am Anfang noch das Ziel hatte, da über häusliche Gewalt und das alles aufzuklären. Mittlerweile ist die ganze Geschichte von Gina aber bei den Leuten dazu verkommen, einfach nur noch KuchenTV anzugreifen. Und das ist nicht, wie man Aufklärung betreibt. Das ist keine Aufklärung, das ist ein Front. Die Geschichte mit Gina und Kuchen, ABK hat das öffentlich angesprochen, was richtig ist. ABK und sein gesamter Kreis hat allerdings angefangen, dieses wichtige Thema als Front auszunutzen. Wo seht ihr ja hier, KuchenTV beantwortet jetzt mal meine Frage, wo es nur noch darum geht, den beiden eins reinzudrücken und gerade das Opfer Gina halt mehr abkriegt, als er eigentlich sollte. Daraufhin geht KuchenTV eben als Antwort auf die Nummer mit dem toten Kumpel ein. Von KuchenTVs Seite ist die ganze Geschichte mit Gina und die Nummer mit dem toten Kumpel überhaupt nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite, von der ABK-Seite aus, muss man aber auch sagen, das Gina-Thema als Front zu missbrauchen, ist genauso wenig in Ordnung. Aufklärung ja, aber Aufklärung ist auch was anderes als ein Front. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Was jetzt passiert ist, passt mal auf. Vor 19 Stunden. ABK ist selbst noch nicht mal auf das Thema eingegangen. Kein öffentliches Statement und nichts. Und schon fängt Kollege Red an, KuchenTV, es geht zu weit, die komplette Narrative dahinter zu verdrehen. Es ist richtig, dass KuchenTV zu weit gegangen ist, aber da fehlt noch eine Hälfte. Da fehlt die Hälfte, in der die ABK-Kollektion das Gina-Thema als Front ausgenutzt hat. Der Part wird einfach weggelassen und das ist nicht richtig. Ich will KuchenTV nicht in Schutz nehmen, allerdings gibt es hier zwei Seiten. Und ohne dass, wie gesagt, ABK sich selbst dazu geäußert hat, fangen Leute aus seinen Kreisen an, eine falsche Narrative zu bauen. Alter, das ist nicht in Ordnung. Das ist auch der Punkt, warum ich dieses Video hier mache. Ich würde mich sonst nie in Beef einmischen und ich möchte auch KuchenTV nicht in Schutz nehmen. Aber das ganze Ding hier, lieber ApoRed, ist einfach nicht fair. Und wenn ihr euch noch mehr Videos vom lieben Kollegen Red anguckt, dann merkt ihr auch schnell, dass der da eine persönliche Vendetta mit einbaut. Da werden seine persönlichen Geschichten mit reingemischt, die mit dem Beef gar nichts zu tun haben. Und jetzt kommt das eigentliche Ding, wenn wir draufklicken und die Statistiken und die Kommentare ansehen, da riecht alles so hart nachfrisiert. Ich meine, ihr kennt YouTube alle selbst. Das ist ein kontroverser Typ. Und in den Kommentaren seht ihr die ganze Zeit nur starkes Video gemacht, starke Video Red, wir stehen hinter dir, bla bla bla, du Vollgoofy ist jetzt meine Lieblingsbeleidigung. Nur Befürwortung von jemandem, der so krass in der Kritik steht. Wenn man sich anguckt, wie ApoRed in der Vergangenheit reagiert hat, stinkt das alles nach zurecht frisierten Videos. Der gesamte Kommentarbereich ist einfach nur durchfrisiert. Das ganze Ding ist einfach nur eine einzige Shitshow. Und die Leute um ABK kaufen den Müll. Was zum Fick? Digga, das ist offensichtlich Bullshit. Wenn ich für dieses Video hier recherchiere und das erste, was mir auffällt, einfach der ganze frisierte Scheiß ist, Digga, komm, ey. Das ist halt das, was ich sehe. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ihr habt eins, zwei Leute bei euch in den Reihen, die einfach absolute Scheiße labern. Und der Rest kauft das einfach. Sammy und Mois, Alter, das tut mir auf der Seele weh, wenn die so eine Scheiße einfach schlucken. Und dann wird das hochgeechot. Und dann kommt's wieder bei ABK an. Und dann verbiegt sich eine eigentlich gute Truppe von Leuten um einen Haufen Scheiße. Und, Alter, nee. Das ist mir einfach zu dumm. Das tut einem echt weh, so. Ich glaube das. Ich hoffe, ich konnte meinen Punkt rüberbringen. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht zu sehr angegriffen. Mir ging das einfach nur auf den Sack, dass da ein, zwei Leute dabei waren, die Dinge verdreht haben, die das alles hochgeechot haben. Dass ich ohne Scheiß gesagt habe, Alter, ich kann das so nicht stehen lassen. Freunde, es ist 420. Wir haben es geschafft. Klickt auf die Playlist.